Ah, endlich wieder auf dem Achter sitzen, ne? Bum, bum. Schön. Dein Geschirrspüler von der Wand ziehst oder dein Herd. Dahinter ist nicht sauber. Jeder hat den Dreck da. Und genauso ist es hier. Aber ist egal, du kannst anrufen, wo du willst. Das habe ich alles schon ausprobiert. Du kannst dich immer verbinden lassen. Ja, das schon, aber was soll die Polizei hier? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Loner-Vlog. Heute geht's weiter. Es geht ja eigentlich immer weiter, weil es ist so viel Restpunktkram offen, dass es halt immer weitergeht. Man braucht eigentlich keine großen Projekte, um die kleinen fertig zu kriegen. Nee, das funktioniert ja auch nicht in Aussage, ne? Also, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es sind ja immer so viele Sachen offen. Und das ist ja auch das Lustige, das ist ja der Spaß daran. Diese Vielfalt, dass es immer was anderes ist, was man so macht. Und somit, wird es für mich persönlich nie langweilig. In dem Livestream hatten wir hier bei unserem Stollfrontlader, hier ist das Ding, hatte ich dieses Gerät hier abgebaut. Weil ich so dachte und ich so sagte, ja, der ist da so dran. Und da kann man denn den Multikuppler hier meistens durch dieses Loch da so durchpieksen und fertig. Vielleicht habe ich nicht ganz unrecht. Das kann ja sein, dass es ein Universalalter für alles Mögliche ist. Durch das Loch passt bestimmt auch dieser Piekser. Und dann schrieb aber einer unter die Kommentare, in die Kommentare schrieb da jemand, ja nee, der ist auch für deine Hydraulikanschlüsse. Und zwar für diese hier in welchen. Und das werden wir uns angucken. Wir werden den natürlich wieder montieren. Und das ist ja auch sinnig. Der hat ja hier ein großes Loch, da schiebt man den Schlauch rein und dann rutscht er hier runter und dann sind die verankert. Habe ich nicht gewusst. Deswegen schrauben wir, ist das so hier, schrauben wir das ganze Ding dann natürlich wieder an. Das wäre ja Blödsinn, wenn ich mir das ins Regal lege und im Regal liegt das und hat keine Anwendung. Das ist ja totaler Quatsch. So. Nun manövrieren wir hier nochmal ein kleines Stück raus, damit wir den Frontlader runter machen können. So, und zwar Handbremse mal ein. Ich habe hier schon mal kurz getestet. Jemand meinte, oh, du hast doch Soft Drive. So, wenn ich jetzt den Frontlader hoch mache, der ist jetzt gegen Block gefahren. Das heißt also, von unten ist Öl in den Zylinder gedrückt. Wollen wir es mal so betiteln. Wenn ich jetzt Soft Drive drücke, da ist jetzt Druck drauf. Zack, da müsste der runterknallen, will ich es mal. Na, runterknallen nicht, aber er müsste so sich entlasten da. Ne? Ich zeige gleich auch, was ich damit meine. Leider, jetzt kann man wieder diese Theorie machen, mit meinem hier vorwärts runter drücken. Ne, drücken, vorwärts runter. Drücken, vorwärts runter. Mit diesem Entlasten, das ist noch nicht so meine Welt. Jetzt hat es geklappt. Er sinkt langsam runter. So. Wir machen jetzt mal Folgendes. Finde ich immer ein bisschen einfacher. Wenn wir jetzt einschalten, drehen wir ihn einmal, zweimal, dreimal im Kreis. Dann wissen wir, der Druck ist weg. So sieht der ganze Spaß hier jetzt aus. Die schöne Steckdose können wir mal einmal beiseite legen. Wobei der vielleicht sogar nachher da oben reinpasst, ne? Naja, es fügt sich alles. Es fügt sich alles. So, wir haben hier also grün. Zack. Fliegt so raus, ne? Wenn wir jetzt den grünen nehmen, drehen den und nehmen die Stelle hier, war die Aussage. Was soll ich sagen? Die Stelle passt da nicht durch. Das passt da nicht durch. Das passt da nicht durch. Also entweder ist das Ganze verbogen
Ah, oder das Ganze ist verbogen. Weil ich komme da so mit dem Schlauch leider nicht rein. Das ist ja schade. Joa. Jetzt haben wir uns hier ein Problem gebaut, ne? Ach, zack. Also, das passt da nicht so. Da müsste ich hier noch ein bisschen freier arbeiten. Da müsste ich noch mal einmal mit der Flex anlangen. Aber generell, vom Prinzip her, glaube ich, kann das schon sehr gut sein, ne? Dass du die Schläuche da drin ablegen kannst. Das macht ja auch alles Sinn. Das ist ja gar keine Frage. So, das können wir, also müssen wir das noch ein bisschen nacharbeiten. Ich habe jetzt noch diese Kappen besorgt. Das ist quasi das Gegenteil zu diesem hier. Diese Kappen sind vollkommen richtig für hier. Zack, die kommen da drauf. Und diese Kappen sind dann richtig für hier. Die kommen da drauf. Natürlich kommt dann vorher unser kleiner Schnuffizug hier drüber. Den machen wir mal bis auf diese Höhe hier. Zack, da passt er ganz gut zwischen. Und dann können wir den da rauf machen. Und dann sind wir farblich auch in der richtigen Reihenfolge. Ne? Hat aber auch dann, ja, geht noch gerade so dann hier oben durch. Zack, aber halt da unten nicht durch. Ist noch so ein bisschen ärgerlich, aber generell gar nicht so verkehrt. So, und damit das passt, nehmen wir Step 2, den hier weg, weil der ist ja nachher quasi in der Lücke, wo hier unser Halter sein soll. Gucken wir mal, ob das ein Einzelfall war. Nee, der geht dann natürlich auch nicht rein. Und weil wir der Kappe halt nicht trauen, machen wir hier oben um den Schlauch wie bei den anderen auch noch einen farblichen Kabelbinder. Dann sind wir da ganz sicher. Schön kurz abschneiden mit einem kleinen Seitenschneider, dass man sie nicht verletzt. Passt die Sache, ne? Genau, so finde ich, ist das alles stimmig, ne? Hier war jetzt die Aussage, ja, wir müssen mal so rangehen. Als wir hier zugange waren neulich, ist jemand aufgefallen, oh, da haben wir ja eine Stickstoffblase. Korrekt, eine Stickstoffblase, die nach Stollstatuten betitelt wird als Druckspeicher. Was ja auch sinnig ist. Dieser Druckspeicher, der ist hier angetüdelt. Der kann auch hier, wenn hier Platz ist, ist der direkt angetüdelt. Einfach nur mit so einem Winkel und dann sitzt der hier. Hier war kein Platz, deswegen ist die Schlauchvariante, das ist da immer mit bei, da dran. Das ist ein Druckspeicher. Die Erklärung so ein bisschen für das Teil habe ich gefunden, ja, bei dem Steuergerät und bei Problemen mit dem Steuergerät. Es ist so, dass dieser Druckspeicher quasi ein Backup-Speicher ist. Ich müsste mal rausfinden, wie viel Druck darauf soll. Dann könnte man den mal befüllen, dass man weiß, dass das alles sinnig ist. Ich denke mal, es ist sinnig, weil es funktioniert ja alles. Der ist irgendwie für die Vorschieber irgendwie quasi. Wenn du, ja, dadurch bedingt reagiert das Steuergerät schneller oder ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist dieser Druckspeicher für diesen Block und unterstützt irgendwelche Ventilschiebergeschichten da, wenn der Druck weg sein sollte oder wenn das dauert, bis er da ist oder so, dann holt sich das Steuergerät den Druck aus dem Speicher. Aber es ist ja im Grunde genommen, es ist ja ein Speicher und da holt es den Druck her. Bei Stoll heißt es, glaube ich, Soft Drive. Soft Drive? Ich glaube, Soft Drive heißt es. Wenn ich jetzt eine hydraulische Schwingfederung habe, wie ich sie mir nachrüsten möchte. Diese Soft-Drive-Geschichte sitzt bei dem Frontlader hier drinne, wo ich jetzt hier reingreifen kann, weil es leer ist.
Da drinnen sitzt eine Bombe, boah, ich glaube 1,5 Liter oder so. Ich habe die nachgeguckt im Original-Ersatzteilkatalog, die ist unbezahlbar. Also das funktioniert gar nicht. Aber ich habe adäquate Größen gefunden, die hier reinpassen, so ovale. Und da könnte man zwei von da reinmachen. Und das Ventil dafür für die Ansteuerung sitzt dann nachher hier unter. Und so werden wir das auch bauen. Ne? Dann ist das da drinnen integriert, wie es gehört, und fertig. Aber dieser Speicher da oben hat leider nichts mit dem zu tun, was hier Softspeicher, also dieser Softdrive-Speicher ist halt nicht der Speicher da oben. So, das ist die Kernaussage. Schade, danke für den Tipp, aber ist ärgerlich. Was heißt ärgerlich? Das ist ja bei dem 724 bei den Bauern, wo ich immer mal arbeite, da ist das ja auch verbaut. Da ist das hier einfach mit dem Hahn mechanisch, der geht da durch. Klack, klack, fertig. Ne? Ich habe das Steuergerät oben und habe die Möglichkeit, ich werde das über das Steuergerät realisieren. Wir haben ja sogar schon den Dampf bis hier vorne gelegt. Ich brauche nur die Taste drücken, dann ist an, Taste drücken, dann ist aus. Wenn du das von oben vom Trecker aus machst, dann machst du das auch. Wenn du das hier unten machen musst, wenn du den ganzen Tag damit arbeitest, drehst du den Hahn auch auf. Aber wenn du mal eben kurz, machst du es nicht. Hast du es da oben, drückst auf den Knopf, machst es. Ne? Gut, das wissen wir auch. Wie gesagt, das Ding, ich muss mal gucken. Es sieht jetzt nicht so aus, es ist ja auch nicht verbogen. Es sieht nicht so aus, als wenn es oben schmaler ist als unten. Also von daher, aber das muss ein bisschen nachgearbeitet werden und dann passen die Schläuche da rein. Vielen Dank schon mal für den Tipp, dann ist das nämlich nicht so weit im Regal gelandet. Dann haben wir das schon mal abgearbeitet. Ah, endlich wieder auf dem Achter sitzen, ne? Schön. Achter haben wir ja noch so ein kleines Problem. Und zwar, das ist mit den Jahren, ist das immer so eine Sache, ne? Irgendwann werden die Fratze. Wenn man sich die Dichtung hier anguckt, das sieht da alles noch ganz gut aus. Die endet ja hier dann. Achso, guck, da wollte ich auch noch mal gucken, wie das Ding überhaupt aussieht hier. Ist ja auch noch so ein Teil, was gerne mal nicht mehr schön ist, ne? Oh, es geht aber. Das hätte ich jetzt. Das ist. Achso, da seid ihr. Das hat ja jetzt nicht irgendwie großartig gelitten. Das ist ja noch in Ordnung. Das ist in seinem Leben auch noch nicht viel benutzt worden, glaube ich. So, aber bei diesem Trecker ist jetzt das Problem, dass dieser Onkel hier, könnt ihr das sehen? Das hat sich ja über die Jahre da rausgearbeitet. Das ist ja nicht mehr so schön. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Ja, dann kann man hier, kann man dann durchgucken, da sieht man das Licht und dann ist auch immer laut. So. Und da haben wir Abhilfe. Die sieht so aus. Einmal eine Fenddichtung. Noch mehr Licht drin. Einmal eine Fenddichtung. Wen die Nummer interessiert, H816 810 0 50 210. Ich meine, ich hänge mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich bin ja mit Fenstern, die Erfahrung hat ja gezeigt, ich bin da nicht immer richtig. Die Frontscheibe von diesem ist ja nicht passig mit dem 9er. Aber die Heckscheibe wird die gleiche sein. Also diese Dichtung würde auch beim 900er hinten in der Heckscheibe passen. Ne? Ich würde fast behaupten, ja, genau. 800er, 900er, da passt das. Ich guck mal, ob die alte ab will. Dann machen wir das ein bisschen sauber. Dann packen wir das tolle Teil hier aus. Und dann kommt die da rum. So. Also das ging jetzt besser als gedacht, wenn man erstmal einen Anfang hat. Jetzt muss ich mir ja noch überlegen. Ich bin jetzt unten rumgegangen, es ist vielleicht sinniger, aber oben sind die Scharniere, ne? Mal eben die Dichtung tauschen, ist ja schon wieder nicht, ne? Zum einen muss man einmal den Dämpfer abmachen und zum anderen muss man einmal das Kabel von dem Scheibenwischer abmachen, ne? Das heißt also, wir werden die mal auspacken. Denn alles, was wir abmachen, so, alles, was wir abmachen, wo wir die alte durchziehen, müssen wir natürlich auch die neue gleich durchziehen. Sonst holen wir uns ja wieder einen Krebs rein. Also die ist mal verbessert worden. Hier oben, das ist die Kante hier oben.
Das ist diese Kante hier, da ist keine. Die hat hier oben quasi eine Lippe gekriegt. Wenn ich die Scheibe aufmache, dann müssen wir auch darauf achten, dass wir die richtig rummachen. Wenn wir die Scheibe aufmachen, dass da das Wasser nicht reinläuft. Ne? Das ist ja gar nicht schlecht. Jetzt machen wir hier den Dämpfer. Jetzt lucki ich erstmal schnell nach der Dichtung. Dass die auch richtig rumkommt. Sonst ärgere ich mich. Also, diese Dichtung liegt hier so. Das ist das, hier ist unten quasi die untere Dichtung, die bei dem anderen ja kaputt ist. Wenn ihr die so sehen. Und dieses Gummi hier muss natürlich zur Kabine. Sonst dichtet es nicht ab. So, das heißt im Umkehrschluss, die Dichtung muss so hier hin. Und die Tropfkante kommt so. Nochmal gegengecheckt. Das Fenster geht zu und dagegen. Ja. Gut. Was vorne ach so gut funktioniert hat, hat hier hinten. Ah, guck mal, da sind Stecker, aber das kann ich ja gar nicht glauben. Sind die dicken Adern für die Heckscheibenheizung, die da über sind. Da ist ein Stecker. Also das da rauspopeln, ich glaube, da popeln wir morgen noch. So, hier hinten kurz die Kappe gelöst. Dann die, also ist ja nichts, ist ja nur die Plastikkappe. Die kurz los, dann sieht man den Heckscheibenwischer. Hier die beiden dicken Adern für die Heckscheibenheizung, die nicht vorhanden ist. Und dann ist hier ein Stecker, den können wir trennen. So, jetzt können wir hier unser Kabel freimachen. Wir gehen mal wieder nach hinten und tüdeln das da ran. So, jetzt müssen wir mal gucken, alles schön sauber, dass wir hier oben mit der Ecke anfangen. Weil die beiden Ecken sind ja feste Punkte. Und jetzt gehe ich mal zur anderen Seite und dann gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Am besten geht das so einfach mit der flachen Hand. Diese Dichtung sitzt ja jetzt drinne. Wo ist denn meine Lampe hingefallen? Hier oben. Das ist diese besagte Lippe, ne? Könnt ihr die sehen? Diese Lippe. Die ist jetzt neu, die hatte der andere nicht. Oder die andere Scheibe, die andere Dichtung hatte die nicht. Und es ist so, dass solche Dinge, die werden in der Serie irgendwann verbessert und gehen ja dann auch in die Ersatzteile über, wenn die alten Ersatzteile aufgebraucht sind. Ich glaube, Teile, wenn es richtig doof ist, dann schmeißen sie die auch in eine Tonne, behaupte ich mal. Aber so die anderen, die werden erst abverkauft und dann kommt diese, ne? Und solche kleinen Verbesserungen, das merkt man gar nicht, die gehen halt in der Serie irgendwann voran und kriegen dann noch eins auch in die älteren Maschinen, ne? So, nun gucken wir mal. Wir müssen auch nochmal bei. Niedriger Akkustand und aus, ne? Also, wir nehmen die Scheibe, ziehen die ran und allein das Geräusch, ne? Ist schon gut. Und jetzt schließt sie auch überall sauber. Und wenn man das überall macht, ich habe hier noch so Spezialdichtung. Diese hier zum Beispiel vom Fenster. Das ist auch immer so eine Eck. Ich habe neulich schon mal nach so einer Eckfensterdichtung geguckt, aber ach nö. Wir machen jedes Jahr irgendwie mal so ein bisschen. Wenn man jetzt hier, das geht ja jetzt wunderbar, schließt auch gut. Ich denke mal, das wird auch die Geräuschkulisse hier drinnen nochmal ein ordentliches Stück reduzieren. Wenn man den jetzt so stehen lässt, wie bei mir jetzt noch ein paar Monate, gerne so machen. Na? Dann hat die Dichtung, ist die nicht die ganze Zeit auf Druck, sondern so, da kommt trotzdem nichts rein und da hat man wesentlich länger was von der Dichtung. So, wir müssen jetzt hier oben noch Stecker wieder zusammenstecken, Deckel drauf machen, aus die Maus. Ja, hier liegt der alte Schinken nochmal. Wie gesagt, das Gros war ja eben hier dieser Ausreißer. Und da geht dann der Schall auch gut durch, das ist einfach so, ne? Und deswegen die einmal neu. Solche Sachen sind kein billiges Vergnügen. Das, wenn man das komplett, ich glaube, neulich habe ich mit jemandem geschnackt, waren wir bei 1000 Euro, einmal rundherum in so einem Trecker die Dichtung. Aber es ist ein irre Komfort, ne?
Ja, ich habe mir immer so vorgenommen, immer so in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen immer mal hier und da eine Dichtung neu zu machen. Und wenn solche hier, die sind schon hart. Und die, ich muss mal gucken, ich meine, es ist jeweils immer die rechte Fensterdichtung im 9er und auch im 8er, dass wir da vielleicht auch nochmal beikommen, weil wenn du da Wasser von außen mit dem Schlauch gegen pustest, dann läuft da immer mal so ein Tropfen rein. Die sind auch mit der Zeit einfach durch, ne? Merkt man auch, wenn man diese Fenster aufmacht. Jeder kennt das, ne? Kratz, kommt so ein Geräusch. Ja, manchmal geht's gar nicht auf. Frontscheibe mit dem Fuß auftreten, gibt's auch. Kann alles mal vorkommen. Weiter geht das hier am schönen 9er. Ich hatte ja letztes Jahr schon angefangen, hier andere Scheinwerfer zu verbauen. Und dort oben passige Scheinwerfer zu verbauen. Und diese Scheinwerfer wollen wir jetzt ersetzen, weil... wir machen jetzt so einen Kreistausch, ne? Die machen wir ab. Die kommen im Endeffekt an den Zylon, an Frontlader. Weil diese sind mir da ein kleines bisschen zu groß für. Also die sind nicht viel größer als die, die da jetzt dran sind. Aber für den Frontlader reichen die anderen. Und dann machen wir so einen Ringtausch. Denn warum soll man immer alles wegwerfen oder irgendwo hinlegen, wo es dann vielleicht einstaubt? Nee, wir können die ja noch verwenden. Und die, die wir da abmachen, und hier vorne haben wir ja auch eben die zwei abgemacht. Dann haben wir für den Frontlader 4 und die 4 werden wir nämlich an den Frontlader bauen. Das sind nämlich Top-Scheinwerfer, die funktionieren echt super, da bin ich sehr zufrieden mit. Aber ich finde sie, wenn sie jetzt auf dem Kotflügel da hinten sind, ja, da geht mehr, da gibt es nichts. Mehr ist auch immer ein bisschen teurer, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber ich brauche halt für den Frontlader noch welche und die sind ja ideal dafür. Und deswegen stricken wir das um. Das sind hier welche von Thomas LED. Ich weiß gar nicht, 5700K. Die haben wir ja vorne auch schon verbaut. Die machen ein irre Licht. Steht eigentlich noch was drauf. Nur, dass das 5700K sind. Aber wir wissen ja, so gute, die haben immer schon so 4000. Ne? 5700 ist dann nochmal ein Schluck mehr aus der Tube. Ne? Ja, die sind hier sehr massiv verbaut, also recht stabil. Was heißt recht stabil? Ich glaube, den kannst du auch hier erstmal gegen eine Wand schmeißen. Der wird dir entgegenkommen und hier sagen, ja und? Mir doch egal. Und dann sind die auch mit dem Deutschstecker gemacht, was ja auch sehr sinnig ist. Was bei diesem Trecker natürlich noch nicht so ganz von Vorteil ist, weil dieser Trecker hat ja noch keine Deutschstecker. Wenn du jetzt einen neueren Fendt hast und ich habe auch noch diese Kartons liegen für ein 725, oh, das wäre auch gut, ne? 725? Hm. Ne, der 724 von meinem Nachbar, der kriegt auch noch einmal LED rundherum, da wollen wir langsam mal anfangen und einsteigen. Und wenn du da das verbaust, ist das Plug and Play, ne? Deswegen sind die immer alle so ausgelegt. Wenn du jetzt hier diesen Scheinwerfer hast, bei so einem 7er Fan zum Beispiel, dann brauchst du eigentlich nicht viel. Da brauchst du einmal deinen Finger, mit dem machst du hier den Stecker ab. Und dann brauchst du einen 17er Schlüssel, schraubst die alte Lampe ab, schraubst diese da an und steckst den Stecker wieder rein. Also da, was die externen Scheinwerfer angeht, ist die Umrüstung mega einfach, ne? Und das ist eben das Praktische. Und wenn man nachher hier an diesem Trecker auch überall die Stecker verbaut hat, dann ist das natürlich umso einfacher, falls da mal was mit sein sollte. Klack, klack, umstecken, fertig. Ne? Genau, den werden wir verbauen, den anderen natürlich auch. Und damit fangen wir jetzt an. So, ich habe schon mal den Scheinwerfer abgenommen, weil der ist im Verhältnis relativ schwer. Und wenn du den dann noch dran hast und das baumelt da an der Kabel, dann ist das immer alles nicht so schön. Jetzt müssen wir hier nach innen. Hatte ich hier nicht vorhin. Eine Lampe? Nö. Hä? Ja, wie ist der Spaß bei so einem alten Fendt gelöst? Man kann hier unter das Rad greifen. Nee, Quatsch. Mehr so übers Rad, ne? Unter den Kotflügel. Da sieht man dann schon, dass ich echt Lust habe, den von innen hier so ein bisschen ordentlich zu machen. Aber ich kriege hier drin halt das Rad nicht ausgebaut und das muss warm sein für die Farbe und deswegen schieben wir das noch. Aber
Egal. Dieses Blech muss ab, dahinter verbirgt sich eine Schraube. So, das ist hier so ein bisschen mit Dichtung eingeklebt. Dahinter sieht man nämlich auch, es ist nicht mehr so schön. Ne? Das muss gemacht werden. Hier läuft das Kabel lang. Wenn man da mal bei will, erzähle ich gleich was zu, dann muss man da so hin. So, wir brauchen noch eine Verlängerung. Das war das ganze Hexenwerk, ne? Einmal das Blech, einmal die vier Schrauben vom Blech und einmal drei Schrauben für die Lampe. Die Lampe hat jetzt schon einen kleinen Rutscher gemacht, das gucken wir uns jetzt mal von hier aus an. Es ist ja immer so, oh, warum müssen Trecker eigentlich restauriert werden? Eigentlich müssen Trecker ja gar nicht restauriert werden, wenn denen nichts passiert wäre, ne? Jetzt habt ihr das nicht gesehen. Hier unten drunter befindet sich extra, ja, wie man es hier sieht, jetzt durch das Arbeitsschrauben befindet sich extra so eine Abteilung, die dafür da ist, also so ein Loch, so ein Ausschnitt, damit der Dreck darunter wandert. So, jetzt habe ich die Lampe abgemacht. Da unten liegt der Dreck. Da. Das kommt da nicht raus. Das ist einfach so. Und es ist, aber es macht ja auch keiner alle paar Jahre, also nicht alle paar Jahre mache ich sie ja komischerweise immer ab, weil ich da irgendwas mache. Wir müssen ja auch nochmal wieder ran. Das erzähle ich gleich. Aber es macht ja keiner die Lampe ab, rein prophylaktisch, um zu sagen, wo ich mache die Lampe ab, damit das dahinter sauber ist. Macht man nicht. Und dahinter ist der Dreck, der sammelt sich, da kann jeder, der noch so pingelig ist, kann sich da nicht gegen wehren. Hier, das ist so, als wenn du zu Hause deinen Geschirrspüler von der Wand ziehst oder dein Herd. Dahinter ist nicht sauber. Jeder hat den Dreck da. Und genauso ist es hier. Na? So, und hier werden wir so mal gucken, wie es aussieht. Ja, da oben. Zack, wieder was weggefallen. Ne? Es ist so. Es ist hier oben. Da sitzt einfach der Dreck drinne. Da hat man keine Chance gegen. Und deswegen, also, das kommt ganz von alleine. Ne? Es ist sogar noch nass. Und der Trecker, naja, gut, ein bisschen drüben in der Halle, aber ansonsten stand er ja fast nur drinne. Ne? Das ist einfach so. Ne? Das muss man jetzt sauber machen. Und dann, ja, ist das hier mit den Kabeln immer so eine Sache. So ein bisschen enger alles. Aber ihr könnt sehen, da oben, es sieht einfach nicht schön aus. Ne? So. Und dann müssen wir an dieses Kabel hier ran, dieses Kabel hier ran, dieses Kabel hier ran. Das Kabel geht nach hier und hier ist der Stecker. Da müssen wir einfach ran, da machen wir unser neues Kabel ran. Mal gucken, ob wir den lassen oder ob wir einen neuen machen, wie der aussieht. Und dann ja, sind wir da wieder ganz weit vorne. Hier oben kann man sehen, mein Widerstand. Da oben befindet sich mein Widerstand für Blinker. Ne? Ist ja auch immer gerne mal die Frage. Das sind eben LED-Blinker, die brauchen so einen Widerstand. Ne? So. Ansonsten geht's eigentlich, ne? Könnte schlimmer sein. So, da ist ja so ein... Tja, was ist das überhaupt? Ein Doppelstecker, können wir gleich sehen. Oha, da war ich aber großzügig mit abisolieren. Schneiden wir noch ein bisschen von ab, ne? Der ist auch noch in Ordnung, der sieht gut aus. Und der hat vor allen Dingen die richtige Bezeichnung. Das ist ja immer so eine Sache. Wenn ich den jetzt wegnehme und da rumfummel und morgen soll der nächste daran und der ist nicht ich, der sucht sich ja einen Wolf, ne? Und wenn die Bezeichnung haben und man mit Originalsachen arbeiten kann, empfehle ich das immer, weil du weißt ja nie, wenn da nach dir einer dran soll und den sollst du vielleicht auch noch teuer bezahlen, dann ist das nicht von Vorteil, wenn der irgendwas suchen muss, weil ich ihm den Weg quasi da geunebnet habe. Das ist jetzt noch eine schöne Pressverbindung. Die sind immer sehr gut. Eigentlich sogar auch noch dafür ein bisschen lang. Kann sogar noch einen Ticken kürzer. Das Einzige ist jetzt... hoffentlich komme ich durch das Loch durch, denke ich gerade. Ja. Da muss ich jetzt mal gucken, das Loch da oben ist ja gar nicht so groß. Vielleicht darf ich die Krimpung erst machen, wenn ich quasi das Kabel durchgeschoben habe. Achso, was bei den Scheinwerfern noch ist, übrigens. 10 bis 50 Volt.
Das ist ja schon ganz anständig, ne? Sonst hast du so 12 von 24, 10 bis 50 ist ja eine Spannbreite. Die ist ja echt nicht verkehrt, ne? Ja, jetzt muss ich gucken, ob ich da mit Stecker durchkomme. Hier ist ja dieses Gummilöchlein. Ne, das ist nix. Meine Herren, gut, dass mir das noch eingefallen ist. Ne? Jetzt können wir hier beruhigt das Kabel durchmachen. Wenn es jetzt schwer geht, gehe ich von aus. Ja, nehmen wir noch ein bisschen Silikonspray. Silikonspray geht ja immer. Manche wissen vielleicht gar nicht, was man alles mit Silikonspray machen kann. Ich auch nicht, aber Kabel irgendwo durchstöpseln geht mit Silikonspray um ein Vielfaches einfacher. Zack. So, Länge von dem Kabel hier draußen. Wir machen ein bisschen weiter rein. Wir können es ja nachher wieder rausziehen. Jetzt haben wir das nämlich hier. Jetzt isolieren wir uns das nochmal neu ab. Wäre natürlich am Tisch zu montieren wesentlich schöner gewesen, aber ist nicht, also ist nicht. So, dann haben wir hier den Originalstecker. Der Originalstecker ist in diesem Falle, könnt ihr das sehen, ein X367. Da jetzt ein bisschen drauf achten. Wir haben ja hier einmal braun und einmal weiß. Braun ist bei Fendt ja Masse und weiß ist bei Fendt ja stromführende Leitung, Signalleitung und so weiter. Zack. So, da kommen unsere beiden jetzt rauf. Schwarz ist in diesem Fall bei unserem Scheinwerfer Minus. Und Rot ist in diesem Falle Plus. Das kann auch mal anders sein. Also bei den Thomas LEDs ist es tatsächlich so, dass Schwarz Minus ist und Rot ist Plus. Der Scheinwerfer funktioniert auch nur, wenn man es so rum anklemmt, also sinngemäß. So, da wollen wir sicher sein, dass das da ordentlich drin steckt. Bist du hier oder du hier? Ich bin hier. Aha, puh, ich dachte davon. Nee, der ist mit der ganz beschäftigt. So. Dann haben wir das reingestöpselt. Dann sind wir hier soweit gerade vor. Das sieht hier alles noch ganz ordentlich aus. Wie gesagt, hier müssen wir bei. Der Kupferflügel muss ein bisschen gemacht werden. Aber das ist nichts, was wir von heute auf morgen übers Knie brechen müssen. Ja, hier ist so eine Gummidichtung. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist so eine Gummidichtung. Die ist natürlich über die Jahre wird die härter. Ne? Das ist einfach so. Und dann rutscht da immer mehr Dreck hinter. Hier oben ist sie auch schon so ein bisschen eingekerbt. Dann rutscht da immer mehr Dreck hinter. Und dann wird das immer schlechter. Ne? Man könnte vielleicht, wenn man mal ganz viel Lust hat, macht man hier so einen Kantenschoner rüber, der hier einmal umzugeht. Dann hat man das vielleicht nochmal ein bisschen besser abgedeckelt. Ne? Aber ich habe schon gesehen, hier ist ja noch gar keine Begrenzungsleuchte drin. Das ärgert mich ja noch, in Anführungsstrichen. Weil beim 8er haben wir es ja jetzt gemacht. Und das finde ich ganz nett. Und die werden wir hier auch noch nachrüsten, also muss das ganze Ding eh nochmal auseinander. Ist auch nicht schlimm. Wir wollen ja erstmal nur den Scheinwerfer machen und gucken, dass cooles Licht kommt. So, der Strahler kommt einher mit einer Mama, mit einer Scheibe, mit einer Jummi-Scheibe. Dann machen wir mal die Jummi-Scheibe so, dass quasi einmal Jummi von unten und einmal Jummi von oben, ne? So ein bisschen tricky jetzt, das da reinzufummeln, aber es ist nicht so schön, wenn die Lampe ab ist. Ne? Dann ist es ärgerlich, weil, nicht ärgerlich, aber nicht so einfach, weil ja das ganze Gewicht an den Kabeln hängt, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe. Ne? Dann muss man hier so ein bisschen fummeln halt. Ja, so sieht das Ganze denn hier jetzt bei mir aus.
Es ist so, man sieht hier, passt alles original mit dem Halter, wunderbar. Vorteil bei diesem Scheinwerfer tatsächlich, ne, oben und unten ist ein Gummi, das heißt also, der ist so ein bisschen so vibrierend gelagert. Meistens ist ja sonst immer nur ein Gummi dabei. Hier hinten extra die Rippen so, dass ich da mit dem Schlüssel reinkomme, hat mir auch gut gefallen, hier so. Also wenn man jetzt einen Schlüssel hat, im ersten Moment, oh, falsch. Im ersten Moment denkst du, wie willst du dabei kommen, aber das passt hier genauso rein, man kann hier wunderbar schrauben. Also das ist alles schon mit Bedacht gemacht, ne? Jetzt haben wir hier noch den Stecker. Klack, sind wir fertig. Ich kann den jetzt, ich habe den so eingestellt, dass ich den hier in alle möglichen Richtungen variieren kann. Alles gut. Für mich reicht das so. Es gibt viele, die sagen, oh, das ist aber nicht so schön, weil das so blendet. Nicht weil das, weil man kann ja hier sehen, die Position, die sich Fendt damals überlegt hat, war natürlich strategisch gewählt, relativ weit hier ran, damit die Stabilität da ist, ne? Wenn ich das Ding jetzt hier vorne setze, wird es natürlich was anderes. Man kann aber sich von hier ein Blech nach hier machen oder von hier. Einige machen das auch, setzen sich ein Blech hier rüber. Damit der Scheinwerfer hier, wenn ich jetzt runterstrahlen möchte, damit der Scheinwerfer hier dran vorbeistrahlt. Ich mache das mit den oberen da. Die leuchten hier runter. Ganz oft haben wir das beim Mulchen. Ne? Denn wenn ich mulche zum Beispiel, dann ist mein Ausleger ja da drüben. Dann nehme ich meinen Scheinwerfer und drehe den so. Und dann stört es ja auch schon gar nicht mehr. Ne? Diese Scheinwerfer, der und nachher der, die machen so viel Licht, das ist taghell. Das ist echt unglaublich. Ne? Deswegen ist mir das auch ziemlich lax. Und beim Ladewagenfahren und so reicht mir das vollkommen. Meistens mache ich da ja sowieso nur hier die unteren an. Und die sind dann auch so, wie sie jetzt sind, dass sie so ein bisschen hier rüber leuchten. Stört mich nicht. Ich kann immer noch super sehen. Also da ist so viel Licht, alles gut. Aber wie gesagt, als Tipp, wer meint, dass das nicht so gut ist, der setzt sich diesen hier entweder weiter nach hinten oder diesen hier weiter nach außen. Was auch noch möglich ist, aber das ist auch noch ein bisschen Arbeit, man könnte zum Beispiel auch dieses Rücklicht hier rüber setzen. Dann wäre man ja auch noch einen Ticken weiter außen mit dem Scheinwerfer. Ist aber für uns alles nicht relevant. So ist es passig für mich. Ich drehe ein bisschen so und wenn ich was arbeiten will, drehe ich hier mir eben hin. Hier kann ich aus dem Fenster lang, hier hin, fertig. Ne? Das meiste decken die da oben tatsächlich ab. Das muss man ganz klar so sagen. Die waren ja auch genau passig für den Trecker, also ideal. Ne? Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da belatsche ich jetzt ja nicht damit. Hier habe ich ja das wieder zusammengeschraubt. Da muss ich noch den Deckel drauf machen. Aber das ist Deckel und vier Schrauben. Ich werde hier noch ein bisschen, ach ja, Bartsilikon ja nicht, sondern das heißt ja, wie heißt denn diese olle Dichtmasse? Die nehme ich da immer noch mal für so ein bisschen Acryl. Ich werde da ein bisschen Acryl draufschmieren, dass das wieder ein bisschen zu wird, dass da keine Flüssigkeit reinlaufen kann. Weil wenn du Silikon machst, kriegst du das nicht wieder auseinandergerissen. Ne? Dann wird das fest und das ist ja auch nicht so schön. Kleine Spritzer Acryl drauf, dann ist das dicht und dann passt das. Ne? Genau, das war noch mal zu den Rückleuchten, also zu den Arbeitsscheinwerfern. Da haben wir jetzt quasi auf den Mercedes gewechselt. Weil der da oben gut gefallen hat. Und mal gucken, wie die jetzt im Zusammenspiel arbeiten. Ich glaube, das wird schon ganz cool. Und die anderen bauen wir schön an Frontlader. Das wird bestimmt auch richtig cool. Und von daher jo, sind wir da sehr gut aufgestellt. Erwischt. Da? Ich habe schon wieder einen Lappen in der Hand. Wir müssen da mal einen Zwischenstand geben. Das ist ja, da gibt es ja so viele Sachen und so viele Leute haben sich dafür interessiert und so viele Leute wissen so viel. Und das ist einfach nur cool, ne? Zum einen ging es ja darum, um das Ein- und Ausschalten generell. Hier ist es ja so, so wie wir jetzt waren, hatten wir hier oben jetzt ja, und das haben die meisten, denke ich, nicht, hier oben nachträglich ein Ein- und Ausschalter. Das heißt, ich schalte ein, das Licht geht an, die Bohrspindel geht an und meine Bohrmaschine läuft. Dann habe ich hier unten ein Notaus. Dann geht die Bohrmaschine aus. Ich kann sie dann wieder einschalten oder hier über ausschalten. Dann habe ich mir noch so gedacht, was habe ich mir noch so gedacht? Dann ist aber das Licht aus, wenn ich das da einspanne, was ich da machen will. Dann ging es ja hier hinten weiter. Kannst du mal gucken? Dann ging es ja hier hinten weiter. Haben dann auch viele geschrieben,
Der Ein- und Ausschalter ist auch hier an der Seite. Ja, genau. Der Ein- und Ausschalter, der ist hier an der Seite. Und viele haben geschrieben, ja, da gibt es ja denn vorwärts und rückwärts. Gibt es, aber nicht bei uns. Ich gucke mal einmal kurz nach. Bei den kleinen Anzeigen. Samsung, Google, eBay. Kleine Anzeigen. Und zwar, erstmal generell, was ist das jetzt für eine Bohrmaschine? Fakt ist, ich glaube, ich habe sie gefunden. Und ich glaube... Aber es haben auch welche geschrieben gehabt. Es ist eine Säulenbohrmaschine Altmetall, eine AB3. Das hängt damit zusammen, dass das hier eine MK3-Aufnahme ist. Und dann ist das eine ESV. ESV ist im Grunde genommen die Abkürzung für den automatischen Vorschub, würde ich behaupten. Bei so einer Maschine konnte man damals auch, wie bei so einem Trecker heute, konntest du Kreuze machen oder beim Auto, ne? Das will ich haben, das will ich nicht haben. Hier ist es so, die Leute, diese Notausgeschichte, die ich eben gerade gezeigt habe, die ist nachträglich gekommen, die gab es im Ursprung nicht. Viele haben gesagt, hier ist der Ein- und Ausschalter. Ich habe jetzt vorhin erstmal ein bisschen mit dem Schraubendreher, weil der hier, der war nie benutzt, dieser Schalter, ne? Habe ich mit dem Schraubendreher mal das gelöst und hier mal die Farbe weggemacht. Mittlerweile kann man den auch schalten. So, und dieser Schalter, der hat nun mal nur eine 1 und eine 0. Die anderen hätten hier drüben noch eine 2. Das hat diese Bohrmaschine nicht. Na? Jetzt können wir hier auf 0 machen. Dann kannst du drüben einschalten. Zack, dann geht das Licht an, aber die Spindel nicht. Und dann kann ich mit diesem Schalter einschalten und ausschalten. Genau das, was ganz viele gesagt haben. Einschalten, ausschalten. Und dann, vollkommen richtig, auch ganz viele gesagt, hier hinten Motorschutzschalter. Ich mach mal einmal aus, dann ist es leiser. Der Dampf kommt von unten, geht durch die Säule, geht hier hin und geht von hier aus, ja im Grunde genommen über den Schalter zum Motorschutzschalter. Wenn der Motorschutzschalter aus ist, müsste ich einschalten können und das Licht bleibt nämlich auch noch an. Aber ich kriege, wenn du jetzt drückst hinten, jetzt hast du ausgeschaltet, einschalten, geht's nicht. Wenn ich jetzt einschalte, dann kommt auch was. Gut. Kannst du, warte mal, kann er ja hier ausschalten. Mach mal da wieder an. Klack. Also im Grunde genommen hier ist der Aus- und Einschalter und hier dann der Schalter fürs Licht. Auch klar. Mega cool. Das funktioniert mega. Dann weiter, hier drinne steht nämlich Vorschub drauf, kann man aufschrauben. Ich habe die Drehrichtung übrigens gewechselt. Ne? Hier drinne befindet sich die Vorschubgeschichte generell. Hier drinne befinden sich schöne kleine Zahnrädchen. Und wenn du jetzt mal einschaltest, also die Zahnräder, wir können jetzt von Hand durchdrehen, dann würden wir sehen, die sind alle heil und gesund, alles gut. Ja, schalte mal ein. Ach nee, warte mal, das ist ja eingeschaltet. Ich muss hier einschalten. Ich schalte hier ein, dann dreht das hier mit. Jetzt habe ich den Vorschub mal auf 0,3. Wenn ich jetzt den Vorschub einschalte, klack, sehen wir, hier dreht's. Ja, und hier geht's auch runter. Genau, und es geht runter. Haben ganz viele auch geschrieben, das ist immer 0,1 pro Umdrehung. 0,2 pro Umdrehung, 0,3 pro Umdrehung. Also umso höher, also nur, umso größer die Zahl sozusagen, also 0,3 ist ja das Größte, umso schneller geht's runter. Genau. Mhm. So, und man kann hier an dieser Schiebestange auch sehen, klack, das ist jetzt umgeschaltet auf 0,1, also das ist die Schaltung hier, und das ist ein Getriebe sozusagen. Das ist das, auch mega cool. Das funktioniert auch. Hier muss ich mal gucken, die beiden, das funktioniert ja nicht so richtig. Also wenn ich jetzt ausschalte, geht er zurück. Das hier ist noch nicht, das fluchtet nicht mit dem Pinorek hier. Aber hier ist auch noch was aufgemalt, da war auch vielleicht mal was. Irgendwas ist hier mal gewesen. Hier unten ist nämlich auch mal was gebrochen gewesen. Da hat schon mal einer zaubern müssen. Also ich behaupte mal, vielleicht war der Schalter, der hier sogar länger. Und dafür war das Ding dann da. Mhm. Da gehe ich mal von aus. Ich sag mal, das war länger und diese Schraube war an der Stelle. Und das wurde mal nachgesetzt, weil das hier irgendwie rausgerissen ist. Das haben die dann wieder festgemacht. Aber funktioniert auch. Genau, das funktioniert also alles. Und wir haben in dem Moment also keine Vorwärts-Rückwärts-Schaltung bei dieser Bohrmaschine. Wir können nur in eine Richtung drehen lassen.
Ist auch nicht schlimm. Gewinde schneiden. Wenn ich die Drehbank habe, dann kann man das da oder man macht das von Hand. Ansonsten habt ihr auch schon richtig gesagt, man setzt sie einfach nur an und lässt ihn laufen. Ne? Man könnte hier selber einfach einen Drehrichtungsschalter einbauen. Das ist leicht gemacht. Den könnte man hier, man könnte hier im Grunde genommen den Motorschutzschalter mit dem Drehrichtungsschalter zusetzen, also den Motorschutzschalter rausnehmen, da einen moderneren reinbauen, eine andere Kiste machen, Drehrichtungsschalter dazu machen und dann würde man im Grunde genommen die Drehrichtung hier hinten ändern können. Dann könnte man die auch zum Gewindeschneiden nutzen. Ich würde es auch ohne den Vorschub machen, einfach nur reinmachen, wenn er dann anfängt zu ziehen, ihn ziehen lassen und wenn man am Ende ist, ausmachen, Drehrichtung wechseln, wieder hochfahren. Mega cool. Viele haben auch noch gesagt, und das denke ich mal auch, mach dir um das Kühlwasser keine Sorgen, das gibt nur Ärger. Wenn du das da unten hinballerst, dann fängt das an zu gammeln und stinken und hast nicht gesehen. Ich arbeite ja nun selber in der Industrie und habe mit Maschinen zu tun und wir haben regelmäßige Wechsel und hast du nicht gesehen mit Kühlwasser. Und hier, da ist es so, dass wir sogar da Probleme haben. Also Kühlwasser ist immer ein großes Thema. Und deswegen wäre ich auch dafür, dass man vielleicht sagt, man macht sich hier so einen kleinen Behälter hin. Mit, ich sag mal, wo man sich so 1, 2, 3, 4, 5 Liter Flüssigkeit reinmacht. Hier unten stellst du einfach einen Eimer unter. Und dann lässt du das im Grunde genommen, wenn du mal mehr bohren willst und das nicht mit Sprüh machst, lässt du einfach was laufen aus so einem 5-Liter-Eimer raus oder so. Reicht ja auch vollkommen. Fängst das unten wieder auf und dann ist das gut. Und wenn das blöd ist, kippst das weg. Das muss man gucken, dass man sich irgendeine Bio-Jauche besorgt. Die sind zwar schlechter, die kippen schneller um, aber das kannst du dann einfach ins Klo kippen, so ungefähr, ne? Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, das alles schon mal mega cool. Und dann das letzte noch. Ich will euch da nicht zu sehr mit nerven, aber diese Maschine finde ich geil. Das ist einfach nur geil. Habe ich ja gefragt, was ist das für eine Aufnahme? Wir haben ja noch 3 Aufnahmen mehr. Und dann schrieb jemand, DDR-Schnellwechsler. Nichts mit DDR zu tun im Sinne von RAM, im Sinne von Computer, sondern DDR im Sinne von DDR. Also wirklich Deutsche Demokratische Republik. Und jetzt kommt's. Das werden wir zusammen ausprobieren. Er sagte, das ist, glaube ich, möglich gewesen, während des Laufens den Bohrer zu wechseln. Ist ja technisch, also sicherheitstechnisch in heutiger Zeit, ich glaube, da würden wir alle den Kopf abhacken. Aber, finde ich mega spannend. So, wenn ich mich da rumwickel, da unten drauf, 110, danach zumindest. Gut. Nee. Hier. Ich würde dir 112 anrufen, aber... Ja? Ja. Ich mach das nicht so oft. Aber ist egal, du kannst anrufen, wo du willst. Das habe ich alles schon ausprobiert. Du kannst dich immer verbinden lassen. Ja, das schon, aber was soll die Polizei hier? Soll sie den Mord aufnehmen? Verkehrsunfall nicht, ist ja ein Dingsunfall. Aber können wir kurz Pause machen? Betriebsunfall. Der Akku, ja, machen wir. Danke. So, wir sind wieder frisch. Wir sind wieder frisch mit Akku? Jo. Jetzt ist ja hier ein- und ausschalten. Stehe ich weit genug weg oder muss ich noch mehr Sicherheitsabstand? Weiß ich nicht. Aber der Hund ist mitten drin. Also wir gucken erstmal, kommen Sie mal näher. Ja. Das grobe Prinzip ist ja bei dem Ding, diesen hier hoch und dann fällt der ja schon raus. Hier sind mehrere Kugellöcher, regelmäßig. Und wenn ich den da reinmache, hoch, und der passt eigentlich fast in jeder Position. Ich weiß nicht, wie viele Kugeln sind denn da? 1, 2, da sind 2 Kugeln. Eine Kugel hier, eine Kugel hier. Also 2 gegenüberliegende Kugeln. Wenn ich den hoch mache, können die Kugeln zurückweichen. Mega spannendes Prinzip. Habe ich einfach. Und wenn man eben öfter mal was wechselt, und vielleicht kann man so Standardsachen, so einen Senker kannst du ja standardgemäß, ne? Naja gut, ist halt die Frage. Man muss ja ansonsten, muss man ja hier runter machen. Dann kann man ja im Grunde genommen, glaube ich, arretieren, ja? Und dann kann man hier rüber normal den Bohrer rausmachen, ne? Mit dem Keil, das kennt man ja. Das ist unsere Maschine, ja. Zack. Huch, so. Das ging jetzt aber schnell hoch. Ja, das geht hier jetzt ratzifutzi. So, eingeschaltet da ist. Ich habe ja Angst, ne? So, jetzt muss ja den Ring... Ja, guck mal, den kann ich festhalten, da passiert nichts. Das heißt, ich kann den jetzt hochschieben. Geht. Gut, der arme Bohrer. Gut, da ist eine Pappe unter gewesen, dem ist nichts passiert. So, jetzt hoch. Hier hinten ein Schnellwechsel. Anderen Bohrer. Aber aus sicherheitstechnischen Gründen ist das nicht gut. Heutzutage... No-Go! Heutzutage ist das definitiv in öffentlichen, nicht hier im Film, ist das verboten. In dem Moment, wo du einen Angestellten hast, ist das auch tot. Definitiv. Aber es funktioniert.
DDR-Schnellwechsler. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich habe noch ein, zwei Links gekriegt. Ich habe ganz viele Links gekriegt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich muss mal gucken. Richtige Betriebsanweisung habe ich noch nicht gefunden. Ich habe auch Betriebsanleitung habe ich noch nicht gefunden. Ich habe auch noch nicht so viel geguckt. Achso, und Drehzahlmesser war noch. Aus nostalgischen Gründen möchte ich natürlich diesen Drehzahlmesser erhalten. Wieso? Was soll damit sein? Ja, der geht ja nicht. Da fehlt ja die Welle. Und kannst du da keine Welle neu kaufen? Nee, ich hatte aus beruflichen Gründen Kontakt mit Firma Halsmetall und habe da mal so gefragt und der fing dann gleich an mit Maschinennummer. Nächstes Thema, Maschinennummer. Achso, haben ich wir sag, die? Ich habe keine Maschinennummer. Hatte auch jemand geschrieben, fand ich hochinteressant, glaube ich, passt auch. Das Typenschild. Ja. Hier haben wir ja Verkäufer Margot und Wedemeyer. Und der sagte, Mensch, weißt du was, ganz oft haben solche Firmen das Typenschild abgemacht und haben dafür ihren Firmendings drauf gemacht. Achso. Und da ist ja auch hier unter extra so ein Feld, wo die Nummer eingenagelt werden kann von der Maschine. Das soll, da geht darum, dass du auf jeden Fall bei denen wieder anrufst, wenn was mit deiner Maschine ist und nicht beim Hersteller. Und die wissen dann über die Nummer, welche Maschine du hast und hält. Aber da steht ja noch nicht mal eine Nummer drauf. Nee. Einer sagte doch, oh, vielleicht unterm Tisch. Aber ich habe ich schon geguckt, aber da war nichts. Ich habe alles abgesucht. Wir haben keine Maschinennummer und keine Bezeichnung. Aber generell, glaube ich, ist es die Maschine. So, jetzt zu dem Thema schnell zurück. Wir verfahren uns sonst, also ich. aus nostalgischen Gründen möchte ich gerne irgendwann das schaffen, die Welle zu organisieren und was da noch an Mechanik fehlt, damit das funktioniert. Der von Alsmetall hat mir auch gesagt, ich habe mir auch eine Firma genannt, weil ich es nicht wollte, aber ich habe nicht so genau zugehört. Haben auch mehrere von euch schon geschrieben, vielen Dank. Einfach eine Digitallösung. Es gibt mittlerweile ganz einfache digitale Lösungen, die kann man da anbauen und das funktioniert. Wenn wir da keine Teile finden, werden wir das auch erstmal machen. Aber trotzdem, wenn ich irgendwann irgendwo irgendwie so ein Teil finde hier, will ich das haben. Ich finde das einfach genial. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das gehört da irgendwie so ran und das ist cool, deswegen möchte ich das gerne haben. Parallel muss ich mal gucken, ob ich schon was finde. Ich werde parallel schon mal gucken nach Kühlwassergeschichten, dass man hier so einen Kanister ranbaut mit so Hahntechnik, dass man da was hat. Mal hier ist ja auch noch diese Schraube, lose, was auch immer die kann, sehe ich gerade. Da kann man ja auch vielleicht was festmachen. Vielleicht war da sogar was fest mit Kühlwasser hier an dieser kleinen Schraube. Und wofür war jetzt dieser Langhebel? Dieser hier? Ja. Schnell, langsam. Ach so, ja, okay. Hier haben wir erste, zweite Stufe von 160 bis 480 und von 480 bis 1400 ist Stufe 2 und hier ist nochmal schnell langsam. Mhm. Und das ist ja das, wenn so ein Hebel vorhanden ist und das so einfach geht, veränderst du die Drehzahl auch. Bei unserer anderen Bohrmaschine, das ist ja so, dass du da immer einen Riemen umlegen musst, machst du nicht. Da ist die langsamste Drehzahl eingestellt. Ich habe noch nie gesehen, dass du das gemacht hast. Nein, mach mal. Deswegen. Aber dies hier, mega cool. Also, da gibt es keine zwei Meinungen. Finde ich total geil. Na, wo wollen Sie hinfahren? Sind Sie über den Hundeball gefallen? Nee, an dem Stuhl hängen geblieben mit den Stiefeln. Ja, wie gesagt, ich bin mega zufrieden. Wie gesagt, nur noch eine Bedienungsanleitung, dass man nochmal so ein bisschen was weiß. Ansonsten ist es nicht schwer, da gehört da und da Öl rein, da gehört Fett drauf. Maschinenschraubstock habe ich schon gesucht. Was Axel sich vorstellt, kostet vierstellig. Aber ich möchte da einen ordentlichen Schraubstock drauf haben. Und nicht die Sachen hier draufspannen, weil da reinbohren, das will ich nicht. Das ist nicht meins. Aber den finden wir auch noch. Wir kaufen erstmal einen preiswerten und dann irgendwann nochmal einen ordentlichen, massiven. Ich habe auch immer mal so Möglichkeiten ab und dann kann das vielleicht mal passieren, dass irgendwo so ein nicht mehr normgerechter Schraubstock, der für irgendwelche Mega-Werkzeugmaschinen ist, nicht mehr geht. Der geht dann auf so einer Bohrmaschine im Heimbereich immer noch. Ja, ein bisschen Licht ist noch. Ein letzter Akt. Ich bin an der Arbeit. Wir haben noch schnell gegessen. Jetzt habe ich den Vlemmix Baggertrailer hinter, der ja zum TÜV muss. Und ja, dann wollen wir mal ausloten, was der TÜV-Mann sagt. Manchmal haben sie ja Ideen, manchmal nicht, wissen wir ja immer nicht. Ist auch nicht schlimm. Wenn da was mit sein sollte, dann macht man das halt, ne? Ja, kein Problem. Also, ich melde mich, wenn ich wieder zurück bin oder wenn es noch hell ist. Aber nee, wenn ich wieder zurück bin. Junge, das war die schnellste TÜV-Prüfung meines ganzen Lebens. Moin, moin, wir sind voll. Ach, ihr seid voll. Ja, gut. Gesoffen? Nee, nicht gesoffen. Keine Plätze mehr frei. Ach so, ja, gut. Dann schön feiern. Ja, ebenso. Tschüss. Alles gut. Wenn du Richtung Feierabend kommst, kann das ja auch passieren. Das will ich ja gar nicht abschreiben. Das ist halt immer, wenn du nach der Arbeit was machen musst, ist das immer nicht so einfach, ne? Ist aber nicht schlimm, da sind das 7, 8 Kilometer dahin, von daher, scheißegal, fahren wir nochmal wieder hin. Gut, liebe Leute, das soll es dann auch zu diesem Video gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Im Anschluss
packen wir hier noch ein paar Pakete aus. Das haben wir uns natürlich nicht vermiesen lassen. Und ja, dann hoffe ich, das Video war wieder sehr abwechslungsreich. Wir haben ja doch an allen Schleppern was gemacht. Ist doch ganz cool. Und deswegen hoffe ich, es hat gefallen. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann am Mittwoch zu einem neuen Video wieder. Bleibt alle gesund und bleibt uns gewogen. Gebt gerne einen Daumen, wenn ihr mögt. Und schreibt einen kleinen Kommentar. Und dann hier sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Na, ihr zwei. Und du, einer, und du? Ja. Uns haben Pakete erreicht. Die möchten wir natürlich zeigen. Mit ohne Ärger und mit ohne allen, ne? Ihr seid einfach nur klasse. Also wir möchten uns erstmal bedanken, ne? Ja, also allein die ganzen Kommentare, also, die da gekommen sind, ihr seid spitze. Ich glaube, es sind fast 500 Kommentare jetzt. Und durchweg positiv. Und da möchten wir uns einfach für bedanken. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so nett geschrieben habt und uns ja, so weiterhin so viel Erfolg gewünscht habt und dass wir uns nicht irgendwie duckmäusern lassen sollen oder ach, was auch immer. Also mega. Total cool. Das ist, also das kannst du nicht in Worte fassen. Also das ist das Tolle daran und das ist das, warum wir das machen, weil uns das Spaß macht, weil euch das Spaß macht. Ganz viele haben gesagt, oh, das ist unser Mittwochs- und Samstagsprogramm und im Fernsehen läuft eh nichts und so, mal habt ihr gerade ausgepackt? Heimlich? Ich glaub's ja wohl nicht. Und deswegen finden wir super und dafür machen wir das auch. Wir wollen Unterhaltung machen und gleichzeitig Wissen vermitteln. Wir sind keine Lehrer oder sowas, aber trotzdem, das, was wir wissen und so wie wir es machen, kann es nicht ganz verkehrt sein, weil es funktioniert und deswegen freuen wir uns, dass euch das auch so gefällt. Und dass ja, und wenn es mal nicht funktioniert, versuchen wir halt einen anderen Weg zu finden. Genau. Irgendwie findet man immer eine Lösung. Und deswegen machen wir das und wir machen das natürlich auch weiter. Also, wir sollen Pakete auspacken. Ja, vielen Dank. Zwei Pakete haben uns erreicht. Pedigree haben wir schon aufgemacht. Reiser futtert schon fein. Dann haben wir hier einmal eine Tröte. Hier, ich muss mal, wir müssen mal, warte mal, ich muss mal selber gucken. Das ist ja wohl die Obertröte. Wie war das? Hier, mach mal ein gutes Gesicht. Ich mache ein gutes Gesicht. Dann haben wir noch bekommen, einmal Merci Schokolade, Haribo, After Eight. Ich glaube, hier sind Schrauben drin. Ich habe da gar nicht reingeguckt. Ah ja, hier. Ah, guck mal. Nix Schrauben. Das Schmiernippel. Schmiernippel sind da drin. Mega cool. Abgewinkelte Schmiernippel. Ja, richtig klasse. Und zwar klasse. reichlich. Und dann, das merkt man schon so gleich. Das sind nicht irgendwelche preiswerten. Das sind schon vernünftige. Richtig klasse. So, pass auf. Da ist Minus. Soll ich jetzt was machen? Ja, wir müssen den auf... Ja, den, der hier ist bloß auf dieser Seite, warte. Den hier? Ja, nicht erschrecken. Du kannst das nicht hochziehen. Du musst schon... Alter, das Ding... Ich kann das gar nicht festhalten. Warte mal, ich halte mal so. Mega! Ich glaube, hoffentlich ist die Batterie jetzt nicht schon leer. Öffnungszeiten. Also, das hast du alles geschrieben. Das. Sehr gut, sehr gut. Dann, oh, Naschi und ja. Hunde und diese mega Hunde. Mach mal die Batterie da bitte weg. Also, wir machen mal Platz hier. Genau. Dann soll ich mich noch ein bisschen belesen. Stand nämlich drauf, dass das so ein kompakter, ganz leichter Hakenlift sein soll, ne? Hallo Schnucki-Team. Schnucki-Team, hätte ich auch gedacht. Also, Katharina, Axel und Reiser. Erstmal super Videos macht ihr und es macht immer viel Spaß, euch zum zugucken. Ob es beim Livestream ist, den ich nicht schaffe auszuschalten, obwohl ich früh raus muss, oder eure Videos, die samstags und mittwochs kommen. Von mir aus könntet ihr 5 Tage die Woche kommen, ohne Scheiß. Es macht immer Spaß, euch zuzugucken. Man lernt auch viel an bei, sende ich euch, lernt man auch viel. An bei sende ich euch, die es nicht ertragen kann, dass der Rasenmäher keine Hupe hat. Ja. Ich hoffe, dass sie noch rechtzeitig ankommt und nicht erst, wenn das Rennen vorbei ist, weil das Datum noch nicht bekannt gegeben wurde.
Aber schwer am Arbeiten seid ihr des Weiteren. Seid ihr. Des Weiteren sende ich dir noch ein Prospekt mit, Axel, weil ich interessant finde, dass es die Hakengeräte als Leichtbauweise gibt. Da du ja auf der Suche nach einer neuen Karre bist und vielleicht dich darüber auch mal informieren möchtest, nur eine Idee. Vielleicht auch nur so an, weil ich bin bei YouTube der Maro. Mhm. Und ich habe dir auch schon die Vorschläge von den Hacker Uschi Hydraulikanschlüssen geschickt. Ja, genau. Für den Bagger per E-Mail. Ja. Hoffe, wenn der ganze Corona-Mist mal vorbei ist, dass man sich auch mal real treffen, kennenlernen kann. Weil ich euch aus den Videos heraus einschätze, dass ihr super nett seid und auch mit mir, könnte ich mir vorstellen, mit euch gut befreundet sein kann. Keine Angst, wird keine Kaffee-Freundschaft aus NRW. bis zu euch ist es leider immer ein kleiner Weg. Auf diesem Wege euch noch viel Erfolg fürs Rennen und macht weiter so. Ich freue mich auf jeden Fall immer wieder, eure Videos zu sehen und hoffe, dass noch viele, viele, viele kommen. Muss auch ehrlich sagen, für mich sind die Reparaturvideos interessanter als die Fahrvideos, weil da sieht man viel mehr, wie was gemacht wird und das ist auch der Hammer. Einmal erklärt, in diesem Sinne alles Gute, euer Markus aus NRW. vielen, vielen lieben Dank. Liebe Grüße nach NRW. Folgendes. Die wird zeitig ankommen. Also, die ist zeitig angekommen. Ich wollte gerade sagen. Die wäre sogar so angekommen, dass es sogar bei dem Ursprungstermin geklappt hätte. Fakt ist aber, aufgrund der von dir angesprochenen Corona-Problematik haben wir das Ganze ein bisschen geschoben. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Ruhe in der ganzen Sache drin. Was zum einen gut ist und zum anderen ist aber irgendwie doof, dass man das schon wieder schieben musste. Aber wir haben uns gesagt, dass wir das Ganze noch ein bisschen schieben, damit wir diese... Oh, ich sag mal, diese Delta-Varianten-Zeit mal so ein bisschen weggeschoben haben. Und wenn sich das dann beruhigt hat, dann ja, hoffen wir, dass wir dann einen schönen Termin finden. Deswegen diese Hupe, die kriegt auf jeden Fall einen Platz. Jetzt müssen wir nur irgendwie... Die anderen dürfen das Video nicht sehen. Egal. Vielen, vielen lieben Dank dafür. So. Das war das. Und dann haben wir hier... Müsste von Dirk sein, ne? Klar ist das von Dirk. Fettes Teil. Moin, Axel und Katharina. Hier, wie versprochen, den Rennfahrerhelm für das Rasenmäherrennen. Er hat mir immer gut den Kopf geschützt. Ob bei Go-Kart-Rennen oder beim Formel-3-Testfahren, hat er mir immer gute Dienste geleistet. Wir sind schon sehr gespannt auf den Renner. Gruß, Dirk. vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Der sieht aus wie neu. Genau, Dirk hat ja schon Farbe gesponsert und hier, guck da, Batterie, kam auch von Dirk. Vielen, vielen lieben Dank und er hat seinen Rennfahrerhelm aus der Ecke rausgesucht. Auf jeden Fall dafür mega großes Dankeschön. Richtig cool. Richtig cool. Und dann, ja, hoffen wir, wie gesagt, eben gerade schon erwähnt, wir werden das Ganze noch ein bisschen nach hinten schieben. Wir hoffen, dass wir das aber irgendwie trotzdem einigermaßen zeitlich hinkriegen. Aber dadurch, wie ihr denkt, ja, können wir zumindest uns ein bisschen mehr Ruhe und Zeit bei diesem Rasenmäher lassen. Der ist eigentlich schon ziemlich weit vorangeschritten, das schockt schon. Den Vorteil hat es jetzt, wir können mal gucken, wie wir das denn so hinkriegen, aber dass wir denn vielleicht... Ja, ich glaube, dann können wir zeitig im Voraus diese ersten Teile zeigen, wo wir den fertig machen und dann irgendwann diesen Termin quasi, wo wir fahren. Ich glaube, das kriegen wir hin. Mega. Also, an euch alle, vielen, vielen lieben Dank. Das war schon wieder sehr toll. Also, das ist immer so schön. Da weiß man immer nicht, was man sagen soll. Wir sagen einfach nur Danke, hoffen, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Am Mittwoch. Ja, gut. Ne? Tschüss. Tschüss.